Das ist eh so eine interessante Sache eigentlich, wenn man. Ich finde es sehr, sehr interessant, wenn man bedenkt, wie viele Jahre hinweg, mal anders gesagt, wie unterschiedlich einfach generell, ganz allgemein gehalten, moralische Einschätzungen sind zu verschiedenen Sachen. Also beispielsweise zum Töten von Menschen. Also ich würde jetzt mal sagen, wenn ich jetzt hier so im Let's Play sitzen würde und erzählen würde, ja, also ich habe ja letzte Woche mal einen Menschen getötet. Boah, Mensch, du, das war vielleicht eine Arbeit und so. Das käme wahrscheinlich nicht so cool an, wenn ich das, also wirklich, wenn es halt wirklich auch im Ernsten passiert wäre und ich das ganz ernsthaft erzähle, dann wäre es wahrscheinlich was, wo man erstmal sehr schockiert ist. Was ich auch verstehen kann. Ich wäre ja auch schockiert. Auf der anderen Seite, ist aber, und das muss man ja auch sagen, über viele Jahrhunderte, Jahrtausende hinweg das Töten von Menschen etwas gewesen, was ja fast schon zelebriert worden ist. Ne? Also ich meine, wie viele Märtyrer gab es in der Historie der Menschen, die halt vor allen Dingen dadurch berühmt geworden sind, dass sie viele Menschen getötet haben? Aus welchen Motiven auch immer. Ne? Die Motive mögen ja zum Teil auch durchaus edle Motive gewesen sein, um irgendwie ein Volk von einer Schreckensherrschaft zu befreien oder sowas. Aber bottom line ist, dass du halt ein Mörder bist. Also egal, wie man es dreht und wendet. Also wenn man jetzt beispielsweise, das ist ein gutes Beispiel, so ein Kinofilm wie Django beispielsweise, ne? Diese Geschichte von dem schwarzen Sklavenarbeiter, der sich dann irgendwann rächt und die ganzen Weißen umbringt. Am Ende des Tages muss man halt sagen, dass Django auch ein Mörder ist. Ja, man kann die Beweggründe verstehen, ja, man kann die Hintergründe verstehen und so weiter. Und ja, ich kann auch verstehen, wieso der quasi in dem Film so als Held dargestellt wurde. Aber bottom line ist er halt ein Mörder. Das muss man an der Stelle so festhalten. Und ich finde es doch immer wieder interessant. Und Django ist jetzt natürlich nur ein Beispiel von vielen. Aber ich finde es doch immer wieder interessant, wie verschieden so etwas bewertet wird. Also, jetzt ist Django natürlich nur ein Film und keine echte Begebenheit. Wobei, weiß ich gar nicht. Also zumindest keine echte Begebenheit aus der aktuellen Welt. Sagen wir es mal so. Sonst wäre es vielleicht nochmal eine andere Geschichte. Aber an und für sich finde ich es sehr, sehr interessant, wie unterschiedlich doch die Ansichten sind zu dem Thema. Ob es richtig oder falsch ist, Leute umzubringen. Weil unterm Strich, glaube ich, würde mal, wenn man jemanden befreit von allem fragt, ist es okay, einen Menschen umzubringen, würden wahrscheinlich die allermeisten sagen, nein, ist natürlich nicht okay. Was soll die dumme Frage? Aber offenbar gibt es dann doch andere Ansichten, je nachdem, so, ich glaube, das müsste passen, je nachdem, wie die Lage ist, in der eben Menschen umgebracht werden. Das finde ich sehr, sehr interessant. Also erstens das, zum einen das, wie gesagt, zum anderen aber auch das, dass es eben in verschiedenen Epochen komplett verschieden wahrgenommen wurde. Und das halt, wie gesagt, ne, also ich meine, früher gab es das Kolosseum, was keinen anderen Sinn hatte, außer Menschen dabei zuzusehen, wie sie sich gegenseitig umbringen. Das ist aus heutiger Sicht absolut barbarisch und ich sag mal so, also wenn du heute auf die Idee kämst, ein Kolosseum zu eröffnen, dann wäre wahrscheinlich Cancel Culture schon nicht weit, ne? Und dann wärst du ziemlich schnell gecancelt. Und das ja auch aus gutem Grund, muss man dazu sagen. Aber es ist doch interessant, wie gesagt, wie unterschiedlich so etwas immer wieder bewertet wird. Das ist eigentlich alles, was ich sagen wollte. Trotzdem habe ich jetzt wieder total lang darüber geredet. Und Django ist vielleicht halt auch ein schlechtes, aber ich finde, Django ist sogar ein gutes Beispiel, weil es eben zeigt, wie unterschiedlich man dann doch das wahrnimmt, dass jemand andere Menschen tötet. Nur weil er ein Unterdrückter ist, der guten Grund hat, einen gewissen Hass zu entwickeln. Absolut, das möchte ich auch gar nicht in Abrede stellen. Trotzdem ist er am Ende des Tages ein Mörder, aber so wird da irgendwie nie drüber geredet.
Also Django wird ja viel mehr als Held angesehen als als Mörder, der aber nun mal leider ist, wie gesagt. Das finde ich halt sehr, sehr interessant. Wie funktioniert das jetzt mit dem Redstone, frage ich mich gerade. Muss ich jetzt hier drauf Redstone packen? Bin mir gerade nicht mehr so ganz sicher. Vielleicht hier so. Haben wir noch? Wir haben noch. Das ist gut. Dann tun wir jetzt mal so, das würde wachsen. Okay, das funktioniert. Ich weiß nur nicht, ob es nicht zu hoch ist. Ich glaube, wir müssten das noch alles ein runtersetzen. Kann das sein? Och, Junge. Nein, danke. Nein, danke. Ich besitze bereits das Jahresabo. Sie müssen mir nichts verkaufen. So. Ja. Genau, wir müssen das hier nochmal wegmachen. Ich mach's mal eins tiefer, weil ich halt, wie gesagt, einfach nicht weiß, ob das vielleicht sonst... Wobei... Ja, wie gesagt. Wir machen es nochmal eins tiefer, weil ich einfach nicht weiß, ob das sonst vielleicht zu hoch ist. Oh. Könnte ich theoretisch heilen. Aber wenn es uns an einem nicht mangelt, dann an NPCs, mit denen wir traden können. So, wie habe ich das aber... Habe ich das 3 hoch gemacht oder 4? Wie hoch wächst denn Zuckerrohr? Kann man jetzt natürlich hier wunderbar sehen. Ich glaube, es wächst schon 4 hoch. Ah komm, wir probieren es einfach mal. Was soll's? Wir probieren es einfach mal. Also, wir packen hier die Blöcke hin. Dann die Beobachter hier drauf. Okay, man muss da scheinbar echt Shift drücken. Damit der auch in die richtige Richtung platziert wird. Interesting. So, und dann haben wir gesagt, hier Redstone drauf. So, und wenn dann hier was wächst. Zack. Oh, ah, nee, nee. Ah, nee, das ist tatsächlich ineffizient, weil wir müssen die hier hin machen, die Pistons. Wir müssen die Pistons hier hin machen, auf diese Ebene. Weil sonst bleibt ja immer ein zwei... das war Quatsch. Ein zwei Block großer Zuckerrohr stehen. Das wollen wir ja nicht. Das wollen wir nicht. Das heißt, wir bauen das hier nochmal ein bisschen um. In der Ecke lassen wir es, wie gesagt. So. Okay, dann jetzt noch mal. Guck mal, wie viel wir hier gleich mal machen können. Oh, nicht so viel. Aber passt. So, kann ich das jetzt von hier... Ah, natürlich nicht. Ah, dann machen wir das hier einmal weg. Ups. Upsay. So, machen wir hier den ganzen Schund ein, der hier so rumfliegt. So. Okay. Machen wir es hier einfach mal so. Huch. Okay. Du bist nicht sehr schlau, wa? Oh, du bist doch schlau. Na ja, gut. Du weißt zu viel. Auch wieder so ein Grund, jemanden umzubringen. So.
Ja, hier müssen wir das auch so machen. Geh weg. Nein. Creep. Creep. Danke für die XP. Danke. So. Och, Kind. Wirklich? In aller Seriosity? So. Dann packen wir hier eben das Redstone drauf. Und dann müsste das eigentlich funktionieren, glaube ich. Schauen wir mal. Das hier ist ja schon fast gewachsen. Und dann machen wir das Ganze natürlich hier auch nochmal. Und hier natürlich auch nochmal. Sehr schön, sehr schön. Haben wir noch Kolben? Wir haben keine Kolben mehr. Okay. Und Beobachter haben wir noch 5. Die verballern wir dementsprechend auch noch. Tack, 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 tack. So. Huch. Huch. Haben wir noch Redstone, Staub. Das ist gut. So, dann sind wir jetzt soweit eigentlich fertig. Jetzt könnten wir theoretisch noch warten, bis hier einer der 3 auslöst. Oder besser gesagt, der 2. Der Zuckerrohr hier ist ja gerade erst gewachsen. Also bitte jetzt mal wachsen und dann bitte dementsprechend... Das wäre cool. Ich sehe gerade, dass hier vorne noch ein Hölzlein fehlt. Das packen wir mal dahin. So, und dann haben wir hier eigentlich ein ganz cooles Zuckerrohrreservoir. Und können das dann hier durch einen Tunnel irgendwie ableiten und das dann irgendwo in eine Kiste reinfließen lassen. Oder wir sagen halt, wir lassen das hier irgendwie in Richtung der Shops da drüben fließen. Das würde gehen. Wäre nur ein bisschen anspruchsvoll. Aber ich traue uns das zu, dass wir es hinkriegen. Müssen wir mal schauen, wie wir das dann gleich machen. Jetzt hier, mach doch mal. Hallo. Schnarch. Also, jetzt. Da ist ein Enderman. Weg ist er. Tja. Ich gucke auch nicht. Ich gucke auch weg, falls du nervös bist. Alles gut. Schau, ich gucke Richtung Atomkraftwerk. Alles okay, alles okay. Ich beobachte euch nicht, liebe Beobachter. Jetzt sind schon 4 Zuckerrohre, also 5, aber der hier vorne zählt nicht. 4 Zuckerrohre sind schon 2 Blöcke hoch und es passiert einfach trotzdem nichts. Das Gute an diesem Farmdesign ist übrigens, man kann es theoretisch in die Höhe skalieren, wie man Bock hat. Denn wir könnten diese Etage, so wie sie jetzt ist, nochmal eins draufsetzen, dann nochmal eins draufsetzen und so das Ganze quasi in die Höhe skalieren. Nur mit der Bewässerung müssten wir es dann ein bisschen anders machen, aber das ist nicht so schlimm, das geht relativ einfach. Das würden wir hinkriegen. Jetzt brauchen wir nur mal endlich das Ding. Ist noch ein Zuckerrohr. 2 Blöcke hoch. Also es müsste funktionieren. Wir haben es ja vorhin schon getestet. Ich würde es jetzt aber gerne nochmal ohne mein Zutun sehen. Aber da erwarte ich offenbar ein bisschen zu viel. Wie mir scheint. Das ist ja sehr schön. Ja. Und sonst, oh, das Pferd macht auch ein paar Moves. Cool.
Tja. Tja, also, tja. Das nenne ich jetzt mal einen Vorführeffekt, ne? Sag mal, das kann doch nicht sein. Komm, wir räumen schon mal das Pferd auf. So, Leute. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Ich weiß, es ist eine Minecraft-Aufnahme. Ich weiß, Minecraft-Aufnahmen, die brauchen ihre Zeit. Muss ja jetzt nicht übertreiben hier. Das Pferd rennt schon wieder sonst wohin. Ja, also ihr seht, es funktioniert hier ganz großartig. Ja, wie gesagt, ich weiß noch nicht genau, wie wir es machen, ob wir das dann wirklich da vorne zu den Shops fließen lassen. Wie gesagt, theoretisch könnten wir das machen. Das wäre auch nicht so das Problem. Mittlerweile gibt es ja Möglichkeiten, Mittel und Wege, das zu tun. Jetzt mal ohne Scheiß, hallo? Hier, guck, wenn jetzt hier noch eins draufkommt, zack. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht cool. Wieso kann das hier drauf fallen? Das möchte ich so nicht. Aber es fließt dann hier in die Mitte, das ist schon mal gut. Tja. Hey, spit on me! Okay. Ja, super. Schön, dass hier alles jetzt so hoch ist. So. Bitte, do your thing. Tja. Oder halt nicht, ne? Naja, Leute. Also, aber theoretisch haben wir es schon mal gut gemacht. Dann können wir hier unterirdisch einen Tunnel verlegen, der dann bis davor führt. Und das war der falsche Knopf. Und dann, dann passt das. Dann kann es hier geerntet werden. Und wie gesagt, hier so in die Region können wir dann auch hier nebenan irgendwie eine Kaktusfarm machen oder sowas. Und dann können wir hier verschiedenste Items einfach automatisch abernten lassen. Ohne dass wir alle paar Folgen da hinten übers Feld rennen müssen wie ein Bekloppter. Sondern geht das Ganze ganz automatisch. Und ja, es geht sich super schnell, ihr seht's, ne? Das dauert ein bisschen, bis Zuckerrohr hier gewachsen ist. Aber man darf ja nicht vergessen, wenn wir das hier wirklich hochskalieren und dann 4, 5 Stockwerke machen, die alle genauso aufgebaut sind wie hier, dann ist das ja eine ganz andere Hausnummer. Und ich würde jetzt sagen, wir beenden jetzt an der Stelle mal die Folge. Ich mache jetzt einfach mal Folgendes, damit das Pferd nicht wegrennt, hocke ich mich aufs Pferd drauf. So. Und wir bleiben jetzt einfach mal hier stehen. Ich würde das Spiel jetzt tatsächlich mal auf friedlich stellen, damit uns keine Phantome oder sowas angreifen. Und ich bleibe jetzt hier einfach mal stehen, bis was passiert. Und halte jetzt einfach mal meinen Mund. Also sage ich schon mal bis zur nächsten Folge. Wir warten jetzt noch drauf, dass endlich das erste Zuckerrohr automatisch geerntet wird. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss. Sagt euer Frittenfriseur. Macht's gut. Ciao.
Ja, also wie ihr seht, seht ihr nichts. Ich weiß jetzt nicht genau, warum man nichts sieht. Wir legen uns gerade nochmal pennen, würde ich sagen. Und gehen dann nochmal hin, aber ich glaube irgendwie... Also, ich glaube nicht, dass es kaputt ist oder so, weil kann es eigentlich nicht sein. Aber ich verstehe halt nicht, warum gerade nichts passiert. Das Zuckerrohr ist ja relativ schnell auf diese Höhe gewachsen. Und dass jetzt das dritte Ding so lang braucht, ergibt irgendwie keinen Sinn für mich. Hier, weißt du, hier wächst es jetzt auf 3 hoch. Ich fasse es ja nicht. Okay, vielleicht packen wir hier nochmal eine Fackel hin. Die bleibt natürlich nicht auf Dauer da. So, vielleicht hilft das ja irgendwie. Die Hauptsache, hier ist es jetzt auf 3 Blocks hoch, ey. Ah! Da habt ihr das gesehen, ne? Und das Gute ist, sobald ein Zuckerrohr auf diese Höhe anwächst, werden gleich alle geerntet. Das habt ihr jetzt auch gerade gesehen. Also die komplette Reihe wird dann einmal geerntet. Das ist eigentlich ganz cool. Gut, dann haben wir das doch jetzt auch mal gesehen, konnten das vorführen, sehr schön. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal hier bei Let's Play Minecraft. Macht's gut und ciao.